Ja, hallo, willkommen zurück fürs zweite Tutorial, wo ich hier, eben weitermachen möchte, indem ich hier die Bäume erstmal einfüge. Dazu bin ich nach wie vor hier in meiner Hintergrundgruppe und kann mir hier schon mal eine neue Gruppe erstellen, die nenne ich Bäume. Die liegt natürlich über den Bergen und die wiederum liegen über dem Himmel. Man baut ja die Photoshop-Ebenen übereinander raus, als würde man Folien oder in einer Collage ausgeschnittene Teile übereinander legen. Bäume habe ich hier in diesem Bild. Das sieht so aus. Und die haben jetzt das Problem, dass ich hier momentan noch diesen Himmel hinterliegen habe, den ich dann erstmal dafür entfernen muss. Deswegen ziehe ich sie mir hier wieder in eine neue Photoshop-Datei, um hier eben diesen Bereich auszuschneiden. Man könnte hier jetzt irgendwie mit dem Zauberstab rangehen und man sieht schon, das ist mühselig, hier alles auszuwählen. Was ich bei diesem Bild aber ganz klar sagen kann, ist, meine Bäume sind hier noch so grünlich, aber eher so herbstlich rot und gold. Mein Himmel ist blau. Wenn man sich jetzt anguckt, wie sind Bilder aufgebaut, farbige Bilder im Computer eigentlich grundsätzlich, dann hat jeder Pixel hier einen grünen, einen gelben, nein, einen grünen, einen roten und einen blauen Wert, aus dem sich eben dieses Bild zusammensetzt, aus diesen RGB-Komponenten. Und die kann ich hier in Photoshop auch unter den Kanälen sehen. Bei allem, wenn euch hier irgendwas fehlt, was ich hier als Menüs habe, könnt ihr das auch unter Fenster hier einfach einblenden, wenn ihr darauf klickt. Also in diesem Fall habe ich hier die Kanäle und kann mir die auch einzeln anzeigen lassen. Wenn ich also diese beiden hier ausblende, so dass ich nur noch den blauen Kanal habe, sehe ich schon, ah ja, der Himmel ist hier ziemlich hell, die Bäume eher dunkel. Das ist doch fast schon eine Maske, wie ich sie mir vorstellen kann. Ich wähle das hier also einmal alles aus. Steuerung A, dass ich hier meine Maske, meinen Kanal ausgewählt habe. Und sage Steuerung C, um das Ganze zu kopieren. Kann dann hier die anderen Kanäle wieder einblenden, indem ich einfach hier oben einmal bei RGB auf das Auge klicke und kann dann zurück in die Ebenen gehen, wo ich das Ganze dann einfüge. Vielleicht vorher einmal die Auswahl aufheben. Steuerung D, Steuerung V. Na, es will noch nicht so richtig. Ich entsperre erstmal diese Ebene wieder mit einem Doppelklick. Versuche das Ganze nochmal. Bei den Kanälen ist er da manchmal etwas picky. Steuerung A, Steuerung C. Jetzt hat es funktioniert. Also, wenn es nicht direkt funktioniert, einfach nochmal ausprobieren. Er ist da manchmal ein wenig sensibel. Ich kann hieraus jetzt eine Maske machen, indem ich einfach den Kontrast erhöhe, so dass meine Bereiche, die hier hell sind, eben weiß werden, meine Bereiche, die hier dunkel sind, schwarz werden. Dazu kann ich im Filter am besten hier auf den Einstellungsebenen in die Tonwertkorrektur gehen. Da kriege ich hier so ein Histogramm. Das heißt, hier in den unteren Bereichen ist schwarz und dunkel, dann hier oben weiß und dazwischen sind all die Graustufen oder die Helligkeitsstufen und kann mich jetzt hier eben mir diese Bereiche hier schön schwarz ziehen, bis hier oben der Himmel langsam ein bisschen dunkel wird und hier dann mit dem anderen Wert eben drüber gehen, um das Gegenüberliegende dann weiß zu machen und kriege hiermit eine ziemlich gute Maske hin. Hier habe ich so ein paar Punkte noch drin, hier soll es bestimmt nicht durchsichtig werden. Also lege ich nochmal eine Ebene drüber und mache hier in Schwarz rüber. Mein Pinsel ist noch mein lustiger Wolkenpinsel aus dem letzten Mal. Also stelle ich hier wieder meinen Pinsel ein und zeichne hier einfach mal schwarz rüber. Natürlich mit 100% Deckkraft. So, und in diesen Bereichen, wo man nicht gucken soll, auf jeden Fall einmal die ganzen weißen Punkte hier schwarz machen. So, alles klar. Jetzt habe ich das hier auf vielen Ebenen liegen. Diese Ebenen kann ich mir mal auswählen und zu einer Ebene verbinden mit dem Kommando Steuerung E. Jetzt sehen wir hier haben wir noch mal ein paar mehr Stellen, die wir noch vergessen haben. Die kann ich auch übermalen, noch mal schwarz. Und habe jetzt eben das alles hier in einer Ebene.
Und die sollen meine Maske werden, nur dass natürlich die Bäume weiß sein sollen und der Himmel schwarz, weil ich will ja die Bäume haben. Also kehre ich das Ganze einmal um mit Steuerung I, um das Ganze zu invertieren. Und kann das jetzt auswählen, Steuerung A und kopieren, Steuerung C. Und das Ganze hier in eine Maske packen. Diese Maske muss ich erstmal erstellen. Hier unten Maske. Und dort kann ich dann hineinspringen. Und das muss ich auch mit Alt auf die Maske klicken, um jetzt hier Steuerung A, Steuerung V das Ganze wieder einzufügen. Und habe jetzt hier meine Maske drin, die ich jetzt hier habe und sehe schon, das ist eine ziemlich gute Auswahl. Der Rand ist hier noch so ein klein wenig hart. Will ich noch ein bisschen weicher bekommen. Dazu kann ich, wenn ich auf der Maske bin, hier in meiner Auswahl gehen. Auswählen und maskieren heißt das bei mir. In älteren Photoshop-Versionen heißt das anders. Kante verbessern, glaube ich. Auswahl verbessern, Kante verbessern. Ist in diesen Bereichen aber eigentlich das gleiche geblieben. Und so kann ich hier einfach so eine kleine weiche Kante einstellen. Nicht viel mehr als einen Pixel, nur dass es eben so ein bisschen weicher wird hier draußen. Gut, diese Ebene kann ich mir nun wieder nach drüben kopieren. Also hier Rechtsklick, duplizieren und in meine immer noch unbenannte Datei packen. Und dann kann ich das Ganze auch wieder schließen. Dann habe ich das hier drinne. Apropos immer noch unbenannte Datei, vielleicht wäre langsam mal ein Zeitpunkt, das Ganze einmal abzuspeichern. Sonst wird es dann doch irgendwann ein bisschen gefährlich hier langsam. Also sage ich einmal Datei und Speichern und dann das Ganze Monterey Tutorial und jo, einfach okay sagen und habe das Ganze jetzt auch sicher gespeichert hier. Meine Bäume kann ich hier jetzt wieder verziehen und an eine Stelle packen, wo sie mir gefallen. Dazu kann ich einfach direkt die hier in meine Bäumegruppe ziehen und meine Bäumegruppe kann auch direkt wieder meine Maske bekommen und zwar die gleiche Maske wie die Berge ja eigentlich, sodass nur das Haus ausgespart sind. Also gehe ich hier rein in meine Berge, die sind hier und wieder mit Alt kann ich hier das einfach mal rüberziehen. Nun möchte ich meine Bäume nachträglich verschieben können und dadurch, dass ich die Maske hier in der Gruppe habe, kann ich das auch gut und kann die auch mit Steuerung T zum Beispiel hier etwas skalieren, dass wir die hier eher in diesem Bereich haben und auch etwas drehen und das hier so ein bisschen ausgeglichener, gerader zu haben. Schauen wir mal, wie hoch wir so wollen. Ah, diesen Horizont könnte ich natürlich noch begradigen, dass der hier etwas besser zu meiner Kante hier passt. Und kann das Ganze jetzt hier einmal hineinpacken. Sieht schon, meine Auswahl ist recht okay. Hier oben habe ich noch ein paar Bereiche, wo noch was mit reingekommen ist. Die kann ich hier in meiner Maske nochmal schwarz malen. Die habe ich wohl, ups, falsch rum. Schwarz natürlich malen. Die habe ich hier wohl vergessen. Und auch meine Bäume sind mir noch ein klein wenig dunkel. Und die kann ich nochmal etwas aufhellen, indem ich hier auch wieder mit den Belichtungen reingehe und mir das Ganze auf meine Baumebene einrücke. Und hier die Belichtung ein wenig höher stelle. Meine Gamma-Korrektur ein wenig hochstelle. Habe jetzt noch das Problem, dass ich hier noch so ein Ghosting drum habe, weil der Himmel in dem anderen Bild einfach sehr viel dunkler war. Vielleicht kriege ich das ein wenig weg, wenn ich hier nochmal mit einem Farbton Sättigung reingehe, um alles, was blau ist, einmal heller zu stellen. So, ich kann nämlich hier im Farbton Sättigung in der Einstellungsebene auch schon wieder eingerückt. Kann ich hier sagen, bei Standard kann ich auch auf Blautöne gehen. Dann habe ich, ups, wenn ich hier weiter nach unten gehe, hier so einen Bereich, in dem findet das statt. Den kann ich auch noch mal ein bisschen größer ziehen und hier eben jetzt die Helligkeit hochstellen. Und das bringt auch ziemlich gut was, um hier dieses Ghosting drumherum wegzubekommen. Alles klar.
Sättigung kann ich auch noch ein bisschen rausnehmen. Und nun habe ich das hier noch besser passend hineingebracht. Jetzt hier wirkt es noch ein bisschen doof. Da gehe ich nochmal in die Maske und mache meinen Baum hier vielleicht schon mal ein bisschen davor vorbei, indem ich hier irgendwie in meiner Maske, entweder in dieser oder auch in dieser, ich mache es mal in dieser, damit ich diese ganze Baummaske erhalten kann und hier einfach mal mit dem Pinsel schwarz reingehe und hier so ein bisschen das Ganze wegnehme und ein bisschen hier reinziehen, dass es trotzdem noch ein bisschen so eine Baumform behält. Kann dann nochmal mit einem kleineren Pinsel hier die Ecken ein bisschen ausfransen, damit das auch ein bisschen baumartig nach wie vor aussieht. So. An dieser Stelle noch, hier habe ich jetzt das gleiche Problem, was ich hier eben andersrum hatte. Dadurch, dass ich diesen blauen Bereich erhöht habe, passt es jetzt zwar vor dem Himmel, aber hier vor ist es ein bisschen doof. Das heißt, ich kann an diesen Stellen in die Maske von meinem Farbton Sättigung das Ganze nochmal wieder ein bisschen rauspinseln. Also in diesen Bereichen sah es tatsächlich vorher besser aus. Also kann ich hier mal ein bisschen mit dem schwarzen Stift hier hineinmalen. Ja, es passiert gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Vielleicht gehe ich da nochmal in meine Maske und mache das hier mal unsichtbar, um diesen Baum zu entfernen. Der stört gerade tatsächlich, glaube ich, eher. Also hier auch in der Maske einfach mal mit dem Pinsel diesen Baum hier einmal herauszeichnen. Eben diese störenden Bereiche hier wegzubekommen. So, hier noch. Alles klar. Sieht das da besser aus? Kommen wir hier irgendwie zu unserem Felsen. Den Felsen ziehe ich mir hier wieder aus meinem Ordner rein. Auch den habe ich von der Seite PX hier. Und kann den hier mal wieder in eine neue Datei ziehen, um ihn hier gleich wieder ausschneiden zu können. Und dazu benutzen wir wieder das Magnetlasso und gehen hier einfach einmal rum, um eben auch den Menschen da gleich mit runterzuschneiden, der da gerade noch sitzt. Und haben hier dann eine Auswahl, die an dieser Stelle natürlich noch wieder vervollständigt werden muss. So. Ja, diesen Bereich hier kann ich nochmal hinzufügen. Das könnte sonst doof aussehen. Diesen Bereich auch. Gut. Auch hier kann ich jetzt wieder eine Maske davon machen, aber dazu muss ich hier auch erstmal wieder doppelt draufklicken, damit die Ebene entsperrt wird und kann dann hier eine Maske mit erstellen. Und diese Ebene eben wieder hinüber duplizieren in mein Monterey Tutorial Datei. Und sitzt hier drin, ist natürlich viel zu groß. Sitzt auch hier jetzt im Hintergrundbereich, wobei das natürlich nun kein Hintergrund ist, sondern ein Vordergrundelement. Also muss ich direkt auch mal einen neuen Ordner erstellen und den nenne ich Vordergrund. Da er ja hier zum Teil vor dem Haus liegt. Das kriegt wieder eine Farbe, machen wir es mal orange und ziehen unsere Felsebene nun hier rein. Die kommt wieder direkt in den Unterordner, in einmal Fels. Und können die jetzt mal an die richtige Stelle schieben. Dazu mache ich mal Steuerung T, um hier mein Transformieren-Tool zu bekommen und kann es jetzt eben klein skalieren und kann hier es auch mit Rechtsklick spiegeln, sodass ich das eben in diesem Bereich kriege und hier mal so etwa an meine Zeichnung anpassen. So, schauen wir mal, so decke ich hier ab, oh, ein bisschen breiter ziehen, auch das wird mich nicht stören. Und da habe ich noch ein Stück, wo ich noch rübergeben muss. Alles klar. So habe ich das Ganze recht gut gefüllt und sei jetzt hier mal okay. Das Ganze braucht hier jetzt natürlich noch irgendwie ein Ende, muss hier zum Ende kommen. Dazu schalte ich mir das mal hier ein bisschen transparent, damit ich auch sehe, was ich mache und kann jetzt hier mit meinem Lasso einfach mal
mal hier vorne so eine Auswahl treffen. So, hier ziehst du ein bisschen weg, dass es hier unten auch ankommt und mach dann hier so eine Auswahl drumherum. So, alles was jetzt noch fehlt, füge ich hier zu. Genau, ein bisschen genauer machen und sage jetzt einfach hier, ah, da haben wir jetzt schon eine Maske. Na, machen wir sie hier oben auf die Gruppe Maske erstellen und habe das jetzt hier. Die hier kann ich natürlich jetzt wieder auf 100% machen und habe jetzt hier den Berg hier unten schon mal so ein bisschen angeschnitten, da wo er sitzen soll gleich. Habe hier noch das Problem, weil dieses Element von meinem Bild müsste natürlich jetzt eigentlich vor meinem Berg liegen, dieses auskragende Dach da. Dazu kann ich diesen Bereich, der hier ist, einfach von meinem Berg wegschneiden. Um das zu machen, muss ich das hier alles mal auswählen. Am besten blende ich den Berg dazu einmal wieder aus. Oder hier alles, was vorne ist. Und habe im Prinzip all die Sachen, die hier, ups, natürlich in den Kontur-Layer springen, wenn ich hier was auswählen will. Wenn ich schon irgendwas ausgewählt habe, eben einfach immer mit dem Steuerung D das Ganze wieder abwählen. Und kann jetzt hier so die Sachen, die hier direkt drumrum liegen, mal einmal auswählen. Und mit dem Polygon-Lasso eben hier diese Auswahl dann wieder verfeinern. So, diese Bereiche nochmal hier wieder hinzufügen. Hier genauso arbeiten. Alles klar. Und hier oben fügen wir auch nochmal hinzu. So, was ich erreichen will, ist, dass mein Berg eigentlich hier komplett ausgewählt ist. Unten fehlt noch ein Stück. Bis auf in diesem Bereich, wo das Ganze einkragt, damit ich, so, jetzt aber, damit ich jetzt die Auswahl umkehren kann und diesen Bereich hier schwarz machen kann in meiner Maske hier. Um das Ganze umzukehren, eine Auswahl umkehren, Farbe umkehren, das ist Steuerung I, das hatten wir schon. Auswahl umkehren kann man hier unter Auswahl finden. Ah ja, Steuerung Umschalt oder Shift I. Also Steuerung Shift I. Jetzt ist meine Auswahl eben andersrum. Die äußeren Bereiche sind hier ausgewählt und ich kann hier diese Bereiche, die jetzt ausgewählt sind, eben schwarz machen in meiner Maske. Schwarz als Hintergrundfarbe wählen mit X. Kann man diese beiden Farben hier toggeln oder einfach hier auf den Schalter klicken, um eben hier schwarz zu haben und dann Steuerung Backspace und zack, habe ich diesen Bereich hier wieder ausgeschnitten. So, um unseren Vordergrund jetzt zu beenden, soweit, brauchen wir hier jetzt nur noch ein bisschen Gras, hier hinten vielleicht auch noch. Wenn ihr sagt, zum Vordergrund gehört ja eigentlich auch das Wasser, ja schon, aber das Wasser, das baut sich natürlich größtenteils hier aus einer Spiegelung aus. Das heißt, eigentlich muss der Rest des Bildes erstmal fertig sein, bevor wir hier mit dem Wasser anfangen können, weil wir eben diese Bildbereiche brauchen, um sie dann spiegeln zu können hier. Das hier kann ich schließen, brauche auch nicht speichern und hier kann ich jetzt eben mein Gras einfügen. Dazu habe ich hier mein Graslayer hier, den kann ich mir hier mal wieder direkt reinziehen und irgendwie hier so hinbasteln, dass ich hier irgendwie das Gras kriege. Und zwar, dass es so etwa die richtige Größe hat von den Grashalmen. So, also eher so ein bisschen runter, weil dann kann ich sagen, okay, hier diese Bereiche im Bild sind hier vielleicht ähnlich weit entfernt wie diese hier vom Betrachter. Es sieht immer komisch aus, wenn man hier jetzt so hingeht und hier unten an der Kante, die eigentlich ziemlich weit von mir weg ist, so riesen Grashalme hat. Das ist eher ein bisschen eigenartig. So, also gehe ich hier jetzt ein Stück runter und platziere das dann hier. Und auch das kriegt hier im Vordergrund seine eigene Gruppe, aber die soll unter der Felsengruppe liegen. Also, na, hier schon in den Vordergrund rein, aber hier hin. So, kriegt eine Gruppe. Ah, die liegt hier gerade nicht drin. Einmal hier wieder hochziehen. Jetzt ist sie auch nicht da, wo ich sie will. Nehmen wir sie mal Gras. Diese Ebene hat gerade noch die falsche Farbe, weil die wo woanders entstanden ist. Aber irgendwie, wenn ich meine Vordergrundebene zumache, ist das Gras da noch nicht drin. Ziehen wir das mal hier rein.
Also andersrum ziehen wir den Fels übers Gras. So, jetzt sind die hier drinne und mein Gras kann ich mal einmal ausblenden, um hier die Auswahl zu erzeugen. Dazu gehe ich wieder auf meine Kontur und sage hier mal, okay, diesen Bereich auswählen. Ja, hier habe ich jetzt auch das, was hinterm Felsen liegt. Das ist okay, kann ich hier aber auch so ein bisschen wegziehen. Wichtig, dass ich hier diesen Übergangsbereich habe. Und kann jetzt sagen, okay, das wird meine Grasmaske und habe jetzt hier schon mal mein Gras angelegt. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen harten Übergang. Dem müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern, genauso wie hier. Da würden ja eigentlich so Grashalme überstehen. Dazu können wir, das können wir auch mit dem Pinsel machen. Und zwar, wenn wir hier, ich wähle mal, gehe mal mein Pinseltool und dann können wir uns so einen Pinsel nehmen, der ein bisschen wie Gras aussieht. Ich weiß, in Photoshop CS6 und auch in CC-Versionen, die danach kamen, gab es einen Pinsel, der sah so aus wie drei Grashalme. Den haben sie hier mittlerweile geklaut. Habe ich mich schon ein bisschen drüber aufgeregt. Aber ich kann hier in meiner Pinselform zumindest mal einen nehmen, der so ein bisschen grasmäßig wirken kann. Das ist dieser hier. Und kann jetzt einfach sagen, okay, nein, Streuung will ich nicht. Formeigenschaften will ich, dass ich so ein bisschen unterschiedliche Größe habe. Und so ein bisschen hier so ein Winkel und man sieht, das Ganze franzt hier einfach so ein bisschen aus. Ja, vielleicht will ich doch ein klein wenig. Nein, Streuung gefällt mir nicht. Eigentlich würde ich gerne die Anzahl reduzieren, das kann ich leider nicht. Aber okay, man kann nicht alles haben. So nehme ich mir hier einfach diesen Pinsel, gehe hier in meine Grasmaske, hier möchte ich hinzufügen, also habe ich hier einfach weiß aktiviert und kann jetzt hier so ein bisschen davor zeichnen. Man sieht schon, hier wird es so ein bisschen so gräserig. Kann das Ganze auch machen, wenn man im vorderen Bereich den Pinsel dann ein bisschen größer macht, weil da sind die Grashalme ja dann näher dran und immer so ein bisschen größer wird. Aber das ist vielleicht noch ein bisschen realistischer. So, hier bin ich jetzt rübergegangen. Dieser Bereich muss natürlich wieder weggeschnitten werden jetzt hier. Also das, was hier liegt, will ich hier natürlich nicht haben. Also einmal auswählen und hier in der Maske wieder schwarz machen. So, jetzt habe ich hier meine Kante. Und das gleiche will ich hier hinten machen. Nur dass ich es hier natürlich andersrum machen muss, weil der Fels ja oben liegt. Also wähle ich mir den gleichen Pinsel aus und mache ihn diesmal schwarz. Und zeichne jetzt hier den Felsen hier rein. So, in diesem Bereich packe ich hier mal so und hier so ein bisschen um die Steine rum, dass der hier schön bis rangeht, der Rasen. Alles klar, hier auch. Schön alles ausmalen hier. Hier einfach, upsala, diesen Bereich so ein bisschen das Ganze noch ausfransen lassen hier. Okay. Einzige Problem, hier ist es natürlich jetzt viel zu hell, weil hier wirft ja eigentlich der Baum schon, der Fels schon Schatten. Das heißt, wir legen uns in unserem Gras mal eine neue Ebene da drüber an, rücken die darauf ein, dass es wieder nur darauf gezeichnet werden kann. Und malen jetzt mit einem ganz normalen schwarzen Pinsel, wo wir die Deckkraft ein bisschen runternehmen hier. Malen wir jetzt hier einfach so ein bisschen dunkler, um hier eben diesen Kontakt zu dem Fels vernünftig herzustellen. Hier vor allem so an den Rändern. Und schon sieht das Ganze viel besser aus, als würde es da sitzen. Gut, ein bisschen Gras wollen wir in diesem Bereich hier auch haben. Hier sind zwar diese Sträucher und finde ich grundsätzlich da auch eher okay, aber hier vielleicht noch so ein bisschen so ein Übergang, denn das hier sieht nun gar nicht gut aus. Dazu gehe ich einfach mal meine Kontur und wähle diesen Bereich aus. So, und fügen wir diesen hier noch mal hinzu. Und ja, jetzt wollen wir mal alles, was außerhalb hier von so einem Bereich mal aus mit dem normalen Lasso, alles, was hier außerhalb liegt, irgendwie mal so wegmachen. Also wir wollen, dass hier so ein bisschen so ein Berg runter geht. So, und das, was hier außerhalb liegt, das ziehen wir mal ab. Nehmen wir hier unsere Alt-Taste benutzen. Da erscheint dann auch so ein kleines Minus neben dem Lasso. So, und hier wollen wir unser Gras noch einfügen, also machen wir hier weiß, Steuerung Backspace und haben jetzt auch hier noch ein bisschen Gras bekommen.
Ja, das Gras ist schon mal ganz nett. Könnt noch ein bisschen hier die beiden Farben aneinander anpassen. Also das Ganze ein bisschen grünlicher machen und vielleicht ein bisschen heller machen. Also hier irgendwie als Einstellungsebene so ein Farbton-Sättigung. Dann können wir das Ganze hier ein bisschen grünlicher ziehen. Ja, das Ganze wird schwierig. Vielleicht ziehen wir eher diesen hier ein bisschen gelblicher. Ich bin nicht so ein Fan von diesem Helligkeit. Ich nehme dazu eigentlich immer dann lieber noch eine Belichtungsebene dazu und mache das damit ein bisschen heller. Das sieht natürlicher aus, weil er die Kontraste erhält. Und hier, das machen wir jetzt eben noch ein bisschen gelblicher. Dazu gehen wir hier zurück in unsere Berge. Ups. Haben wir hier unseren Fotofilter. Können wir ein bisschen stärker machen. Dann müsste ja schon reichen. So, hier, das passt doch jetzt. Kriegt das eher so die gleiche Farbigkeit. Passt auch gut zu unseren Bäumen hier, die mir auf einmal ein bisschen hell werden. Also ich gehe auch immer so ein paar Schritte zurück und schaue, dass ich wieder so ein bisschen rumschalte und hier vielleicht das Ganze wieder ein bisschen knackiger mache. So. Alles klar, nun habe ich meinen Rasen hier und da und meinen Felsen hier und habe so mein Drumherum jetzt fertig angelegt, sodass ich eigentlich gleich mit den Texturen auf dem Haus starten kann. Das trifft sich auch ganz gut, denn wir haben jetzt wieder gut 25 Minuten. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Zeiteinheit für so ein Tutorial, sodass ich hier gerade nochmal alles irgendwie schön schließe. Ups, in meinen Gruppen. Und jetzt sage, dann bis zum nächsten Tutorial.